Hallo Leute, willkommen bei einem neues Video und heute geht es ja um das Thema, was ich ja vor ein paar Tagen angekündigt habe, über die Knochenmarkspende. Und das will ich heute mit euch gemeinsam jetzt auspacken und erkläre, wie das Ganze geht. Wenn ihr jetzt euch an die Seite anmelden wollt, habe ich ja auch das letzte Video verlinkt, wo ich da über diese Blutkrankheit geredet habe. Da habe ich die ja verlinkt für euch und ist auch nochmal unter dieses Video verlinkt. Das dauert ungefähr 90 Sekunden für die Anmeldung. Dann bekommt ihr, wenn ihr eure Adresse angebe habe, das hier zugesendet. So, erstmal hat man hier so einen Umschlag und werde jetzt mit euch einzeln. So, dann habe ich hier jetzt erstmal einen Umschlag. Kann es ja kurz mal reinhalten, was denn hier also so steht. Könnt ihr gerne das Video anhalten. Vielleicht kann man das ja auch dann so lesen. Hier steht bei einigen Sachen drin, was man ja, also wie das Ganze geht, Erklärung und so weiter. Das ist für, könnt ihr mal sehen, glaube ich, für Spende oder so ist das. Da kann man da eine Spende abgeben. Und so, legen wir das Ganze mal zur Seite. Hier haben wir diese Stäbe, die man auch vielleicht dafür benutzen werde. Okay. Hier können wir, glaube ich, müssen wir kurz mal auspacken. Also so, mal aufhalte, dann können wir sehen, was das Ganze hier ist. Hier steht alles drin, was man brauchen tut, um das Ganze zu machen. Also hier muss man da einfach nur aufschreiben, wo man wohnen tut, Adresse und so weiter. Muss man hier ausfüllen in das Feld hier. Da werde ich aber später machen, wenn ich die Aufnahme hier beendet habe. Und was man dann brauchen tut, um das zu machen, also um das Ganze halt über einzusenden, ist das hier. Das ist wichtig. Das ist so ein Umschlag, kann ich euch mal zeigen. Da kommen dann später, wenn wir diese Stäbe hier gemacht haben, kommen die später die Stäbe hier rein. In den Umschlag hier. Und dann haben wir nur einen Brief, also einen leeren Brief, einen Rückumschlagbrief. Briefmarke muss man selber holen. Und dann kommt er eben hier das ganze Zeug rein. Also einmal eure Daten hier, alles was man dafür braucht. Halt, die müsst ihr wissen, von welcher Person das kommen tut. Und dann halt eben diese Stäbe hier. Wenn ich aber alles später ausfülle, würde man dann mal so sagen. Und dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit. So, wofür ist das hier? Da haben wir nur so einen Umschlag. Den ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall die Seite hier, das hat 90 Sekunden. Und dann kann man wieder ein Mensch, der es wirklich braucht, auf jeden Fall sein Leben errette. Oder sogar für mehrere Jahre. Also ihr braucht eigentlich nur das hier für eure Erklärung und eben für das Ganze halt eben auszufüllen, wo ihr wohnen tut. Dann halt eben die Stäbe hier gehört dabei und das hier. Mehr braucht ihr eigentlich gar nicht, um das Ganze wegzusticken. Und das an und der andere Zeug, was noch hier dabei war, steht nur drin, wie das Ganze geht, wie viele Sekunden und so für das Ganze zu machen. Und das werde ich jetzt vor die Kamera machen. Allererst werde ich mir die Stäbe hier auspacken. So kann man das ganz einfach rausholen. Mir habe ich zwei Stäbe und müsste einen von diese Backe hier von die und von die Backe unterfalte, müssen wir einmal mit den Stab hier rein und einmal mit dem Stab hier bei die Unterfalte von dieser Wange hier.
Und dafür müssen wir auf jeden Fall, bevor ich das machen werde, ein Glas Wasser habe und erstmal den Mund ausspüle. Und das machen wir jetzt. So, fort bitte. So, auf jeden Fall haben wir das jetzt gemacht. Und wir müssen jetzt für 30 Sekunden Speichel von diese Backe holen und einfach raufrotze, bringt auf jeden Fall nichts. Steht auch alles hier drin. Und dann fangen wir an. So, das Ganze müssen wir so holen. So. So, einmal sind los. Und das war jetzt 30 Sekunden. Dann legen wir erstmal dahin, wo das nicht stört. So, dann muss er 5 Minuten trocknen ungefähr. Für das Ganze halt. Dann machen wir das Ganze jetzt mit der anderen Stab in die andere Backhälfte. Auch nochmal 30 Sekunden. Das Ganze ist auf jeden Fall raus, dass er auch schön die DNA mitbekommt. Wie man das auch hier sehen kann. Weh tut das nicht. Ist nur leicht rau. Falls ihr das dann deswegen nicht machen wollt, also auf jeden Fall es geht, ist auf jeden Fall, tut auf gar keinen Fall weh. So. Die 30 Sekunden wäre hier jetzt auf jeden Fall rum. So, da haben wir das Ganze hier fürs Auszufüllen. Und sobald man das ausgefüllt hat, kommt das Ganze auf jeden Fall rein. Kurz als fürs Zeigen. Wenn er ausgefüllt ist, ist ein Zettel, den mir vorhin da hatte, wird ausgefüllt. Dann kommt das Ganze einfach so rein. Dann haben wir den zweiten Umschlag hier. Da kommen diese Stäbe rein, die mir vorhin gezeigt habe. Die Stäbe kommen so, wie die da sind, einfach hier rein. Dann nehmen wir sie vor sich. Hier sind die beiden Stäbe. Die kommen dann einfach so hier rein. Und falls ihr berechnet seid, ist das nochmal ein kleines Bild da, wo die Unterfalte ist. Kann man jetzt bestimmt vielleicht erkennen, wie das Ganze halt übergeht. Noch so eine kleine Klebestreife, der direkt hier sich befindet, der wird abgemacht und das wird auf jeden Fall zugemacht. Das ist bei mir auf jeden Fall schon mal fertig. Und dann wird das Ganze hier einfach so zugemacht. Weil hier müssen die Stäbe rein. Auf gar keinen Fall hier. Und dann wird das Ganze einfach hier dann reingesteckt. Und sobald ich den anderen Umschlag später ausgefüllt habe, werde ich das dann hier zumachen. Also kann man das hier ganz einfach so zumachen und dann werde ich das Ganze auch dann morgen dann bei die Post einsenden. Und die Briefmarke, wie gesagt, bekommt man dann bei die Post direkt. Die muss man dann selber bezahlen. Und dann habe ich auf jeden Fall eine gute Sache getan. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen hoch lassen. Und wenn ihr gerne das Video hier für diese gute Sache hier gerne unterstützen wollt, könnt ihr das Video lieber gerne teilen mit euren Freunden. Und da sage ich mal, die Seite ist unten in die Videobeschreibung verlinkt.
könnt ihr sehr gerne mal da euch anmelden und auch eine gute Sache für ein paar Leute machen, die jetzt wirklich Hilfe brauchen. Da sage ich mal, bis beim nächsten Video und haut rein!